Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute zum Valentinstag mit ganz besonders süßen Herzen von Milka, nämlich mit dem Milka Schokoladen-Mousse-Törtchen in Herzform. Wie süß sehen die denn aus? Die habe ich gekauft für 2,79 Euro im schwarzen Netto mit Hund. Der Hund ist übrigens Scotty. Es gibt ja einen rot-gelben Netto und einen schwarz-gelben Netto. Das sind unterschiedliche Supermärkte. Und nur in dem schwarz-gelben gibt es diese Herzen, die aber mittlerweile auch schon in einigen Edeka-Supermärkten gesichtet worden sind. Die habe ich jetzt gekauft. Da sind zwei Stück drin, 2,79 Euro. Die findet man in der Tiefkühltruhe. Also dort, wo die ganzen Tiefkühltorten und Kuchen sind, gibt es auch diese Milka-Schokoladenherzchen. Und man lässt sie dann 2 bis 3 Stunden auftauen. Und jetzt warten wir einfach mal. 2 bis 3 Stunden. Machen wir natürlich nicht. Denn ich habe ja schon für euch 2 bis 3 Stunden gewartet. Die Dinger sind hier perfekt aufgetaut. Müsste wirklich sein, sind sogar 3 Stunden vergangen, seitdem ich sie gekauft habe. Und jetzt werden sie gleich ausgepackt. Dann wird reingeschaut und reingebissen. Was machen wir zuerst? Erstmal reinschauen, dann reinbeißen. Ich will ja nicht die Verpackung hier essen, sondern die Milka Schoko Mousse-Törtchen. Wie süß, oder? Das zum Valentinstag. Wie praktisch. Finde ich sehr, sehr gut von der Idee. So sieht die Verpackung aus. Ich hätte gedacht, dass da mehr Herzen drin sind und dass die so ein bisschen kleiner sind. Oh, hier seht ihr das aber auch. Hier seht ihr, dass sie tiefgefroren sind, denn sie haben jetzt auch ein bisschen... Sie glänzen jetzt so richtig schön. Heute mein Herz für euch. Das Milka-Herz vom Junkfood-Guru. Ich habe es so ein bisschen zu lange auftauen lassen, deswegen ist hier schon das eine Herz verschwunden. Wie schmeckt es? Ich verspreche mir ja sehr viel davon. Ne? Schokoladenherz mit Schokomousse-Füllung tiefgefroren, jetzt aufgetaut. Ich werde jetzt mal direkt reinbeißen. Und damit ihr gleich eine schönere Optik habt, beiße ich in das Herz ohne dieses Milka-Herz, damit ihr beides sehen könnt. Oh, da hat sich's versteckt. Wie ist denn das Milka-Herz da drunter gekommen? Ich glaube beim Transport. Der Junkfood-Guru ist manchmal ein bisschen wild unterwegs. Und, ach interessant, ich hatte jetzt gedacht, dass sie noch einen Schoko-Untergrund haben. Haben sie gar nicht. Sondern sie sind unten ohne Schokolade. Man kann also direkt reingucken. Ich glaube, ich würde jetzt fast sogar schon zum Löffel greifen. Aber ich beiß erstmal rein. Alter Falter. Sogar ein bisschen Teig ist da noch mit drin. Das zeige ich euch gleich mal in Großaufnahme. Und ich bin direkt begeistert. Es gibt ja viele Milka. Das ist auch so ein Lizenzprodukt von so einer anderen Bäckerei, habe ich gerade gesehen. Es gibt ja einige Milka-Lizenzprodukte, die schmecken absolut nicht nach Milka und schmecken auch überhaupt nicht geil. Aber hier ist schon der erste Bissen geil von diesem Milka-Mousse-Schokoherzen. Das ist ein Lizenzprodukt, was es wirklich in sich hat, was es auch verdient hat, den Namen Milka zu tragen. Sag ich schon nach dem ersten Bissen, ich beiß nochmal rein. Normale Menschen, also nicht ich, Alter, ist das lecker. Sorry. Mann, ist das lecker. Normale Menschen essen das mit Messer und Gabel oder mit Löffel. Esst es nicht so wie ich hier mit meinen schmierigen Händen. Ich war jetzt so schlecht, klar, ich bin in meiner Küche, ich kann nicht sagen, ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe mir Besteck, ich war nur zu faul. Und ich war auch einfach viel zu scharf auf diese Dinger hier. Ich wollte jetzt reinbeißen. Macht es mit Messer und Gabel. Es sieht besser aus, es schmeckt super geil. Ich gebe euch eben ganz kurz eine Großaufnahme, bevor ich hier zur Bewertung komme, ihr Lieben. So, ihr Lieben, und jetzt gehen wir mal in die Detailansicht. Hier seht ihr das Herz nochmal ganz frisch aufgetaut. Und hier das Herz im Detail mit dem leckeren Teig. Da sind sogar noch Schokostückchen hier drin, ihr Lieben. Schokostückchen, Schokomousse. Und der Geschmack ist wirklich sensationell lecker. Mir läuft jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das hier sehe. Es ist wirklich ein Traum. Was soll ich dazu sagen, ihr Lieben? Eines der besten neuen Milka-Produkte, die ich seit langem probiert habe. Vergesst die Schockfilz, vergesst den Milka-Schokosnack, wo der ist ja auch ganz lecker. Diese Milka-Schokoherzen, Milka-Mousse-Schokoherzen, die sind wirklich richtig geil. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dem wirklich vollkommen verdient 10 Punkte. Ich finde sie unglaublich lecker. Wenn ihr die auch schon probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Mich haben die jetzt sowas von geflecht wie schon lange nicht mehr. Echt, dieser schokoladige Geschmack und gerade so dieses halb, dieses gekühlte noch, die Mousse da drin, der Teig, die Schokoladenkügelchen. Ihr merkt schon, wenn ich hier, wie ich hier ins Schwärmen komme. Es ist einfach perfekt
gelungen. Was für ein geiler Nachtisch. Ich zeige dir nochmal gleich die Zutaten und ich gratuliere auch dem Hersteller. Was steht hier drauf? Bakery and Food GmbH aus Salzkotten. Ihr habt was richtig Geiles hier gezaubert. Das ist wirklich lecker. 10 Punkte vom Junkfood Guru. Dafür nochmal hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss.